Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, bei dem OWL Teutonen. Ja, ihr seht selber, ich habe wieder Karten erhalten und es ist mal wieder Zeit für eine Runde Clash Royale. Dann öffnen wir erstmal die Kisten. Ich war jetzt schon länger nicht mehr im Spiel und schauen wir mal, was wir hier in den Truhen erstmal haben. Und ich glaube, wir können hier wieder etwas spielen. Ich hatte das gelesen, aber ich habe es dann... Ah, ich glaube, darum geht es heute. Da müsste ich gleich mal reinschauen. Okay, dann machen wir die auch mal auf. Und gucken, was hier drin ist. Okay, wir haben so ein paar Kronthronplätze zu füllen. Ich bin immer noch in Arena 8 und kann so ein paar Karten spenden, sehe ich gerade. Das ist auch immer nett. Aber es gibt eine Herausforderung. Endet, beginnt in 16 Stunden. Okay. Die fängt erst in 16 Stunden an, also kann man die gar nicht spielen. Ich dachte, die könnte man jetzt schon spielen, aber die fängt ja erst in 16 Stunden an. So ein Sonderereignis, epische Herausforderung. Was ich aber gesehen habe, ganz krasse Sachen gab es hier im Shop für mich. Und zwar hatte ich eben beim ersten Login, konnte ich hier so ein Walkürenpack kaufen. Das kaufe ich aber nicht, habe die Walküre aktuell nicht im Deck, sondern wir haben hier etwas anderes im Deck. Ihr seht selber, ich versuche jetzt mal aus der Luft anzugreifen. Ich habe das Deck von einem Clan-Mitglied bekommen, beziehungsweise vorgeschlagen bekommen. Und ich habe damit auch schon ein, zweimal angegriffen, aber nicht wirklich gut. Und deswegen probiere ich das jetzt nochmal, ob das mit dem Deck was wird. Also wir können noch tauschen den Klonzauber. Den hatte ich nicht von Anfang an drin. Aber mal sehen, wie wir uns mit dem Deck hier schlagen. Ob wir damit überhaupt was auf die Reihe kriegen. Also derjenige, der mir dieses Deck hier vorgeschlagen hat, weiß, also wenn das hier nicht klappt, ne, dann war es das für dein Deck hier. Und gucken wir mal. Ja, wenn wir jetzt schon 7 haben, oh, er kontert hier auch schon gleich mit so einem Lava-Hund. Das ist natürlich doof. Aber das ist nicht so schlimm. Da haben wir in jedem Fall was gegen. Okay, er hat da so eine Banditin und kommt jetzt auch schon mit seinem Lava-Hund durch. Also hatte der wahrscheinlich ähnliche Gedanken wie ich. Und das ist natürlich doof. Okay, oh, das nervt mich ja schon wieder. Weißt du, da spielst du hier ein neues Deck, denkst du, bist der Held. Und dann passiert dir sowas hier. Das ist natürlich echt kacke. Da muss ich jetzt schon den Inferno-Drachen hier gegen ihn hier reinhauen und... der wird natürlich nicht wirklich weit kommen, der Inferno-Drache. Es sei denn, ich setze die Musketiere mal dahinter. Mal gucken. Ah, okay, er kontert hier mit einem Friedhof. Da sind die natürlich gut abgelenkt, gar keine Frage. Beziehungsweise mein Inferno-Drache ist ganz gut abgelenkt hier. Das ist aber alles nicht so super schlimm. Ah, diese Banditin, okay. Ja, die ist natürlich ganz lecker. Aber wir sind noch ganz gut dabei. Denke ich mal. Pass mal auf, jetzt klonen wir dich mal hier. Oh, der macht, also dieser Elektromagier, der macht beide Klons auf einmal weg. Oder fast beide Klons auf einmal weg. Und das ist natürlich wirklich scheiße. Ah, ich habe den zwar auch im Deck auf 2, aber okay, da kommt jetzt mal in seinem Buddelheinz und wird ganz sicher hier gleich nochmal mit seinem Hund kommen. Ah nein, er kommt da mit dem Flunky, ey. Scheiß Teil. Okay, aber gegen den Flunky haben wir was. Mal gucken, ob der den jetzt wegbrät, weil der Flunky natürlich nicht auf Lufttruppen geht. Und dann gucken wir mal. Ja, die Banditin da, die rutscht jetzt da vorne hin, die müssen wir mal wegballern. So, Kollege, jetzt kommen wir aber hier hinten mit unserem Hund. Und dann gucken wir mal, was du dagegen zu setzen hast. Ja, du kannst ruhig unseren Turm kriegen. Das macht mir jetzt an der Stelle nicht wirklich was. So, dann klonen wir den mal. Ah, das ist uns jetzt nicht gut gelungen. Da müssen wir schauen, dass wir hier mal unseren Elektromagier rauskriegen.
Den kriegt er jetzt zwar auch raus. Ah, oh, das ist ja schon wieder echt ein spannendes Match hier, ne? Von uns. Keine Frage. Das ist wieder Hyperspannung. Aber ich glaube, wir haben das Ding, na, noch nicht ganz im Sack. Komm. Oh nein, wieso geht der Klonzauber da nicht wirklich? So ein Mist auch immer. Naja, es ist mir jetzt egal. Mal sehen, wer hier jetzt als erstes das Ding zumacht. Das wird er hoffentlich nicht sein. Komm, ein Hit noch. Ah nein! Ach, nerv auf, ey! Scheiße. Kann ich gar nicht glauben, ey. Naja, gut, kann man nichts machen. Ja, das war erstmal... Oh, nee. Ah, das nervt mich echt ab. Aber machen wir einfach noch einen zweiten dahinterher und gucken mal, ob das Deck nicht doch was taugt. Meine Herren. Ah, naja, gut. Das ärgert mich wirklich, muss ich mal so sagen. Und jetzt lege ich mir das hier mal ein bisschen anders hin. So. Oh, nee. Was kommt er denn da jetzt mit? Okay, das müssen wir natürlich hart kontern jetzt. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das am einfachsten und geschicktesten machen. Ich weiß gar nicht, wie viel von den Sachen wir eigentlich klonen können mit unserem Zauber. Aber der darf auf gar keinen Fall durchgehen hier. Und die beiden da hinten müssen auch so ein bisschen weg. So, den haben wir schon mal mit dem Feuerball geschafft. Und die nallen wir nochmal einmal an, dass die stehen bleibt. Gut, da ist uns erstmal nichts passiert. Mann. Schon wieder so ein Mist. Oh, eine Walküre, okay. Ja, die Walküre kriegen wir aber, wenn wir unseren Elektromagier ein bisschen weiter wegsetzen, dann schnibbelt er die und der Turm macht jetzt erstmal den die Walküre weg. Okay, da kommt er damit. Ja, das ist eigentlich... Also die Musketierin ist eine Allzweckwaffe, finde ich. Die kannst du eigentlich immer richtig gut gebrauchen. Und aber wir gucken mal, was er unseren Truppen jetzt entgegenzusetzen hat. Und jetzt mache ich hier mal den Klon. Ah, jetzt wird geklont, jawohl. So, jetzt sieht man das auch mal. Ich habe das eben nicht gesehen. Entweder war der immer so schnell weg, der Klonzauber. Oder aber wir haben an der Stelle immer das Problem gehabt, dass ich den nicht richtig gesetzt habe. Ja, okay, solange wie der Golem hier nicht wirklich gut durchkommt, haben wir hier noch alle Chancen offen. Und der wird auf jeden Fall jetzt gut weggebraten. Jetzt ist die Prinzessin erstmal down. Und jetzt schmeißt er da zwar eine Walküre. Das macht aber nichts. Die wird auch noch von oben gebraten. So, jetzt kontern wir hier mal richtig krass mit unseren Truppen. Klon nochmal drauf. So, jetzt aber. Komm. Und unseren Inferno-Drachen. Wir kriegen auf jeden Fall ein paar Hits auf den Turm. Mal sehen, ob wir den Feuerball jetzt ganz gut setzen. Oh, die Prinzessin nervt mich da hinten so ein bisschen. Und die kleinen Skellies nerven mich auch, aber die machen wir mal so weg. So, jetzt kontert er hier schon wieder ganz hart, diesmal mit dem Golem. Er setzt ihn jetzt direkt auf Front und mal sehen, ob ihm das jetzt wirklich weiterhilft. Ich setze hier trotzdem mal meinen Inferno-Drachen rein in den Gift, weil... der soll hier nicht so viel Schaden machen an unseren Truppen. Und jetzt nochmal klonen. Ah, guckt euch das an, ey, was da viel geklont wird. Das ist ja der Hammer. So, jetzt aber auf den Turm. Komm. Immer noch nicht auf den Turm. Jetzt geht doch mal auf den Turm da. Ah, der hat aber auch immer irgendwas dagegen zu setzen. Das nervt mich sowas von ab. Gut, dann nehmen wir jetzt die andere Masche. Wir nehmen nämlich jetzt den Feuerball einfach, weil uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Und wir haben... endlich den einen Turm geschafft. Mann. Okay, die 30 haben wir wieder drin und eine Goldtruhe. Ja, ich weiß, Goldtruhen habe ich mich jetzt auch belehren lassen. Sind ja die schlechtesten Truhen in diesem Spiel. Und aber ich denke, damit ich mich nicht noch weiter aufrege, war es das erstmal. Die zwei reichen mir. Ich bin jetzt auf dem gleichen Stand wie vorher. Die eine Truhe mache ich irgendwann noch. Ich habe noch einen kleinen Nachbrenner zu dem Clash of Clans Livestream von gestern. Nämlich, dass das Video immer noch nicht durch ist. Das Problem lag einfach an der Musik. Komischerweise nehme ich die in meinen normalen Videos auch immer mit. Wir gucken uns ja einfach mal eine Wiederholung an. Und
dann könnt ihr euch meine Erklärung kurz einmal anhören. Und irgendwie scheint YouTube diese Musik jetzt doch nicht zu passen. Das heißt, wir haben ja mein Video gänzlich gesperrt. Und ich wollte das aber trotzdem irgendwo veröffentlichen. Und jetzt sind die immer noch dabei, die Musik da komplett rauszuschneiden. Und das Video rendert jetzt wahrscheinlich pro Musiktitel immer wieder neu bei YouTube. Also die Folge wird irgendwann mal kommen. Aber ich denke mal, eine Clash Royale Folge war erstmal wieder an der Zeit, mal wieder eine zu zeigen. Denn ich habe mal wieder ein anderes Deck probiert. Es ist mal wieder aus meiner Sicht ein 1-1 gewesen oder geworden. Und wir gucken mal, ob meine Clan-Kameraden das hier so ein bisschen besser machen. Der King hier, oh, der King verliert hier schon wieder schon einen Turm. Okay, das ist natürlich doof. Jetzt hat der Gegner ein etwas leichteres Spiel, pusht er jetzt stark durch. Und mit dem 7er Schweinereiter und da unten diesen komischen helmigen Klopfer. Aber ich sehe gerade, der King wehrt sich jetzt auch nicht mehr wirklich. Lässt wahrscheinlich jetzt dem Gegner den Sieg hier. Ist natürlich doof. Also ich würde das nicht machen. Bei uns wird immer gekämpft bis zum Schluss. Auch wenn der Kampf aussichtslos erscheint, kann man ja vielleicht noch ein bisschen was retten. Aber ja, gut, er kann ja jetzt nichts mehr wirklich retten und verliert jetzt schon seinen zweiten Turm. Und ich denke mal, der dritte, ja, er wehrt sich hier nicht mehr. Ist eigentlich doof, King. Das, ja, das habe ich ja jetzt nicht vorher besser gesehen. Also ich habe mir das Ding ja nicht vorher angeguckt. Und er lässt ihn jetzt einfach gewähren. Naja, der Gegner hat drei Türme gekriegt. Okay. Ja, Kampf vorbei. Super. Also wie gesagt, es kommt noch Clash-Videos. Und aber erstmal hier eine Runde Clash Royale eingeworfen. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Mal sehen, ob ich die Herausforderung hier mitnehme. Ich habe gerade gesehen, so eine klassische kostet ja nur 10. Die könnten wir auch mal spielen. Und ich werde es auf jeden Fall weiter mit diesem Deck versuchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn noch kein Abonnent ist, kann mich am Ende dieses Video abonnieren. Und ich verbleibe einfach. Euer Toto Clasht.